Ein Bogenschütze. Ein Bogenschütze. Mal sehen, was er macht, ne? Bogenschießieren. Ja, aber ob er jetzt wegläuft oder ob er hier bleibt oder. Ja, mal gucken. Ob man ihm sagen kann, was er machen soll, weiß ich ja nicht. Jo. Dann sagen wir doch erstmal hallo. Hallo. Juhu. Haben wir die gesagt. Die Barbaren sind wieder da. Ja, und die Barbarella. Langer Zeit endlich mal. Barbarella. Barbarine. Barbarane. Barbarune. Barbara. Barbara ist also ein Barbar. So. Ja, Was denn? Das ist ja komisch mit dem Bogenschütze. Ach, den musst du irgendwo platzieren, oder was? Ja, ich kann den jetzt hier einfach hinstellen. Ja, toll. Der kommt jetzt nie wieder runter. Ja, das hast du jetzt echt gut gemacht. Komm da runter. Dafari Bogenschütze Arche Archer. Ja, und was hast du jetzt mit. Warum hast du den da oben aufgesetzt? Weil ich's kann. Aufgespießt. Du kannst den auch wieder ins Inventar nehmen. Der ist auch nicht schlecht. Ich hab gedacht, der ist jetzt, ja toll. Verpackt da oben. Feuer anmachen, kriegt er einen heißen Arsch. Und wo ist sein Bogen? Bogen? Weiß ich nicht. Jetzt sag nicht, du musst ihm jetzt einen Bogen bauen. Ja, aber wie? Ich kann den nur, wenn ich den anklick, nehmen. Ja. Der wiegt 50 Kilo. Auch nicht schlecht. Fette Sau. Hm. Kannst du irgendwas mit dem machen? E nehmen. Oder abbrechen. Ich gucke jetzt mal. Ich teste jetzt mal was. Ja, hol ihn mal ran. Mal sehen, ob er kämpft. Wow. Tu was! Los, du faules Stück! Tu was! Ah, hat er rausgeholt. Er wollte ja die Armbrust hier. Hat er eine Tasche gehabt, der Hund. Lass mal. Komm, schieß. Jetzt hat er ins Feuer geschossen. Du Blödsack, da ist die Schildkröte. Hat er dich jetzt, oder? Nö. Er hat ihn geschafft. Er hat sie getötet. Ha. Huh. Okay. Also hast du jetzt quasi einen Archer im Inventar, den kann ich jederzeit irgendwo hin platzieren und dann schießt er rum. Oder wie? Ja. 50 Kilo. 50 Kilo, fettes Stück. Ah, ich bin dafür, wir stellen den hier oben auf unserem Balkon, wa? Ja, genau. Da hat er doch den perfekten. Wenn er denn da bleibt und nicht runterläuft, wenn etwas kommt. Jetzt hat er sich auch nicht bewegt. Hm. Ah, jetzt hat er seine Armbrust gleich. Ah. Er brauchte erstmal so einen Ansporn. Ja. Gut. Aber hatten wir nicht einen kleinen Buschmenschen mit Bogen gefangen? Eigentlich ja. Irgendwie ist das ein großer anderer Typ mit Armbrust. Ich glaube, ist doch nicht schlecht. Armbrust ist doch besser. Ja, wegen mir. Also ich beschwere mich jetzt nicht. Nö. Oh, ein Stück Essen hier. Wieso kann ich hier nichts essen? I don't know. Wie lange braucht er denn? Ist noch nicht fertig. Ich habe schmackhaftes Fleisch reingepackt. Ja. Oder ist das dieses Menschenfleisch? Nee, Menschenfleisch heißt Menschenfleisch, glaube ich. Okay. Ziemlich lange. Möglich. Jetzt hat er halt fertig.
Jo. La, 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 la. Ich hab da wieder was. Wo bist du denn schon wieder? Ja, ja. Warte. Was ist das, wie es macht? Eine Frau. Egal, eine Frau. Da kann er sich austoben jetzt. Die kann er auch in der Tasche stecken. Ja. Dann immer eine Frau dabei. Ja, dann kann ich ja das Ding jetzt bauen, wa? Das ja, dein mein, Ding. Mein Ding kann ich ja bauen jetzt für. Zeig mal dein Ding. Nee, nicht. wo ist es denn? Da. Da. Alter, muss hoch. Los, zeig dein Ding. Hey, 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 hey. Wie war das mit Mausrad drehen? Rick, gehst du mal bitte zur Seite? Ja, ich geh schon weg. Nee, ich muss noch einen ransetzen hinten. Okay, noch nichts mit Ding bauen. Nee. Wir müssen noch zwei. Für Schleimsuppe hat man gebraucht, hier Pflanzenfaser und Samen. Ach, Samen. Oder? Nee, ja, Samen. Irgendwie ist unsere ganze Schleimsuppe verdorben. Oder ja? Weg. Ja, ist keiner mehr da. Die ist weg. Uf, hat einer aufgefressen. Naja, irgendjemand die gefressen. So. Ah, der steht immer noch da oben. Schön. Also hier, wenn ich da auf dieses eine Dreieck hier, dieses Sandsteinfundament drücke, da kann ich sagen, nehmen Dreieck Sandsteinfundament. Ach, du kannst sie wieder zerlegen, nehmen? Zerlegen oder abbrechen. Ich mache jetzt auf nehmen. Ja. Und es geht nicht. Und es geht nicht. Okay. Ne, immer noch da. Versuche ich immer. Vielleicht stehe ich ja wieder falsch. Nee, ich kann es nicht rausnehmen. Geht nicht. Nee. So, ich habe einen Sklave angeworfen. Also kann ich es nur zerstören. Das klingt komisch. Wenn da steht nehmen, dann müsste man sie auch nehmen können, sonst ist ja nehmen sinnlos. Eigentlich. Also ich müsste normalerweise alles abbauen, ne? Weil die nicht mehr zusammenpassen. Ach, geht jetzt wirklich nicht, dass du die so bauen kannst? Nein, muss ich alles abmachen. Und dann mal gucken. Ja. Eins, zwei, drei. Und dann brauchen wir vier Stück. Also vier. Naja gut, da kommt immer was dazwischen. Wir haben ja genug Material angeschafft. Ja, haben wir halt. Ha, hab ich halt Mist gebaut. Mach doch nix. Stein wächst nach. Da kriegen wir nicht auch was ins Inventar, ein bisschen was zurück? Ein bisschen, ja. Aber nicht viel, ne? Nee. Ich glaube, das ist nicht mal der Rede wert. Warum geht der hier nicht weg? Ja, das geht auch weg. Haben die das eigentlich mittlerweile gefixt, dass man mehrere Sklaven in dieses Rad stopfen kann? Nee, aber ich habe mal gesehen oder gehört gesehen zu haben oder gesehen zu haben, dass es verschiedene Größen gibt, dass man die auch werten kann. Das ja. Und dass man da, wenn man größere hat, dass man da auch mehr reinpacken kann. Zur selben Zeit. Mhm. Ja. Das heißt, wir brauchen ein größeres Sklavenrad. Oder einen größeren Platz. Ich weiß ja nicht, wie groß der ist. Das bestimmt auch. Gucken wir mal. Ja. Unter was würde ich gucken, wenn ich ein Sklavenrad wäre? Rad. Steine sind alle. Die Steine sind alle.
hab das jetzt alles in mein Inventar und stelle was her. Ja, dann müssen wir neue holen. Ich hab hier noch ein bisschen. Was haben wir denn hier alles? Mitra 122 Pro. Steine. 200. Und ein bisschen Holz. Packe ich da in der zweiten Kiste. Das ist es alles nicht. Brunnen. Ein Brunnen, der sich im Laufe der Zeit langsam mit Wasser füllt. Das ist ja genial. Naja, wir sind ja jetzt am Wasser, aber wenn du woanders wärst, wäre das schon nicht schlecht, ja. Ja, also kannst du wirklich auch direkt in der Wüste bauen, das ist doch praktisch. Ja, aber dann musst du aber erstmal einen Brunnen haben und den kriegst du ja mal nicht gleich am Anfang. Nee, am Anfang kannst du nicht vergessen, das ist ja richtig. Ach hier, Rad der Schmerzen. Okay, das muss jemand von euch lernen. Wieso? Du brauchst dazu Steinmetzgeselle. Okay. Und ich kann noch nicht mal Lehrling. Also. ich bin dazu zu blöd. Eindeutig. Also, geht wo nicht. War das? Wie war das? Wie komme ich da hin? Zustand? Nee. Das war dann I ist nicht gut. B. Größeres. Oh, da gibt es noch ein ganz großes Rad. Da brauchst du Steinmetzmeister und Handwerksmeister dazu. Hui. Okay. Wie kommst du denn jetzt zu diesem Ding dahin? Wie war das noch? Na, du gehst ins Inventar, gehst auf Aufsteigen, Rezepte lernen. Aufsteigen. Ich bin jetzt in meinem Inventar. Und ich habe hier Zustand und Attribute. Mehr habe ich hier nicht. Wo bist du denn? In meinem Inventar, also wo ich da bin. Auf der rechten Seite habe ich die Bau, was ich... Zustand und auf dann rechts daneben auf Aufsteigen klicken. Genau. Nee, da drunter auf Rezepte lernen. Ja, Zustand, Aufsteigen und dann... Ich habe nichts Rezepte hier. Wie? Du hast doch das Herz, den Pfeil, das Wasser und das Essen. Und darunter müsste eigentlich ein großer Balken mit Rezepte lernen stehen. Nein, da steht Rüstung 66, Standfestigkeit 29. Und darunter ist mein Charakter mit mittelschwerer Klappe, Kappe, mit Harnisch und so weiter und so weiter. Dann bist du auf Zustand, du sollst auf Aufsteigen. Mach doch mal, was wir sagen. Ja. Tu es doch einfach. Attribute muss ich hin. Weil das ist wieder auf Deutsches. Nee, Aufsteigen steht bei mir oben rechts. Nee, bei mir steht Zustand und Attribute. Und ich muss auf Attribute gehen. Bei mir steht Aufsteigen. Ja, also. Ja. Wie auch immer. Wie auch immer. Aber ich habe links immer noch. Also, Und wenn du da auf Rezepte lernen gehst, dann geht ja so ein neues Ding auf. Geht ein ganz neues Fenster auf, ja. Jo. Und da gibt's ziemlich weit unten so ein großes Rad. Ja, eben mal gucken. Ganz weit unten. Größeres Rad der Schmerzen? Nee, das ist zu weit unten. Das heißt nur Rad der Schmerzen. Geht ab Stufe 30. Ach da, Rad der Schmerzen. Mhm. Ja. Da brauchst du hier Handwerksgeselle, Leibeigenenfänger und Steinmetzgeselle. Okay, Handwerks habe ich. Leibeigenenfänger ist von mir auch grün. Hast du auch? Warum? Gut. Dann kannst du es auch. Nur noch Steinmetzgeselle. Richtig. Und den Steinmetzgesellen, da brauche ich... Kostet 2 Punkte, geht ab Stufe 20. Ja, kann ich jetzt wieder zurück, weil ich meine Stufe hier nicht sehen kann. Da eigentlich oben links sehen. In der... Ja. 18 links. Doch, ja. Stufe 18. 18 habe ich gerade mal. Dann geht's noch nicht. Nee. 18 und dann brauche ich... Wo ist denn wohin? Muss ich ja wieder Zustand gehen, ne? Nee. Jetzt haben sie wieder was geändert, ey. Das kann doch nicht angehen. Ist das ein Zustand hier? Ja. Wenn man ein bisschen raus ist aus den...
Wo ist denn? Ich gehe jetzt mal ganz hoch. Was ist der denn? Da, da, meine XP habe ich gesucht. Also meine Erfahrungspunkte. Ja, hast du ja bei Aufsteigen. Habe ich ja eben nicht. Doch. Nein, ich habe es nicht gesehen. Oder bei Attribute. Ich guck mal. Attribute. Oder ganz links hast du eine Stufe stehen und da ist ein Balken dahinter. Ja, da ist ein Balken. Ja. Ja, stimmt. Stufe 18 und der Balken, ja. 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 Okay, egal, ich bin jetzt wieder raus. Nee. Ui, 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 ui. Steinchen bitte sammeln gehen. Ei, ei. Weiße. Hey, mir kommt das vor wie in einem anderen Spiel. Irgendwie ist es immer dasselbe, immer derselbe Ton. Geht Steine sammeln, ich brauch Steine, ich brauch Sand, ich brauch Steine. Ja, dann macht doch auch mal, was ich euch sage. Ja, ja. Ja, ja, heißt, leck mich mal am Papas. Ja, ja. Ich gehe ja schon Steine sammeln. Aber nicht wieder hauen. Gott, Gott. Peitsche hier auspacken. Hm. So, mal gucken, ob ich hier mit meiner lieben netten Grafikeinstellung so schwimmend hier zu Steinen komme. Ausdauer ist leer. Hallo, ihr Barbaren da? Aua! Hm. Was auch mal schön wäre, wenn sie an dem Kampfsystem noch ein bisschen feilen würden. Inwiefern? Na, ich finde es ein bisschen platt. Einfach wer als schnellstes klickt und ja. Ja, hat halt gewonnen. So ein bisschen mit Ausweichen und so und irgendwas so wäre cool. Okay. Kannst du ausweichen. Macht aber wenig Sinn. Am sinnvollsten ist in einem Kampf einfach drauf. Gib mir dein Fleisch. Gib mir dein Fleisch. Bei meiner momentanen Grafikeinstellung darf ich nicht kämpfen gehen. Nee. Wieso? Siehst du nichts? Naja, das Sehen ist nicht das ganze Problem, aber bis meine Spielfigur reagiert. Okay. Bis. Wird Weihnachten und Ostern wieder auf jeden Tag, so nach dem Motto. Ich hab schon längst aufgehört, mit der Maus zu klicken für Schlagen und meine Spielfigur schlägt weiter. Das nennt man Blutrausch. Genau. Ja, Stein, meinst du den Steinrausch? Das braucht nicht sein. Steine, gib mir Steine. Steinrausch. Ja. Wie viele Steine brauchst du denn? Ja, ganz viele wieder, weil alle sind alle. Und du siehst ja, was wir da mit den Steinen gebaut haben. Nicht viel. So, knapp 700 habe ich dabei. Gut. Hört sich schon mal gut an. Ist das genehm? Mhm. Wenn du dann noch eventuell bitte ein little bit Holz. Nee. Ich bin voll. Warum musst du schon wieder am frühen Morgen trinken? Du hast noch also, 500. Also wir brauchen noch einen zweiten Bogenschützen. Ja? Dauert zu lange, bis der den platt hat. Ach, hast noch mal einen reingeholt? Ja, der ist mir hinterhergekommen. Hm. Ja, müssen wir uns halt noch einen da hinten bei diesen kleinen Menschen da organisieren.
Können wir oben den ganzen Balkon vollstellen. Mit Arschern. Mit Arschern. Vielleicht den Balkon aber nicht gedacht. Steht ja eh sonst weiter nichts drauf. Aktuell. Aktuell, ich wollte da gerade ein Tischchen und so drauf bauen. Ach, übrigens, dein Stuhl ist kaputt gegangen. Ja. Meiner? Warum? Ich weiß nicht. Ich bin da irgendwie hinter aufgewacht. Ja. Bist du in meinem Zimmer aufgewacht? Was ja, ich hab gespannert. Was habt ihr denn da nicht gemacht? Durch die Wand oder was? Ich hab keine Ahnung. Hm. Also ich war ja nicht da. Ich weiß nicht, was sie gemacht hat. Ja. Du warst ja in ihrem Zimmer. Ja, ich war da drin. Da hat sie mich durchgezogen. durch die Wand. Ich hab ja... Ich war der Meinung, ich habe mich da auf den Stuhl gesetzt und habe mich dann ausgelockt bei mir. Ja, halt auf welchen? Ja, vielleicht war ich ja nicht ganz bei mir. Richtig. Vielleicht war ich ja bei ihr. Was hast du denn wieder gesoffen? Ich weiß auch noch nicht. Aber das kriege ich noch raus. Okay. Gib mir auch was davon. Ja, ich will auch was. So. Na gut, dann sind wir erstmal wieder raus. Verabschieden wir uns. Oh, na gut, ciao, ciao, bye, bye, bis zum nächsten Mal. Und denkt ans Däumchen. Genau. Macht's gut. Bye, bye. Baba. Baba.